werden wir uns davor erwehren können, dass Lani, die Lanige, die LAN-Party-Schmeißerin mit ihrer, Internet-Axt uns die liebenswerte Lilly entreißt, sei es tot oder lebendig? Oder werden wir vor ihrem Angesicht vergehen bei Let's Play Final Fantasy 9? So, guck mir mal, wie geil wir drauf sind. Was ist so? Nein, nicht rufen. Nicht rufen! Heilen! Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und ich wähle die Möglichkeit, mir ein wenig das Leben leichter zu machen. Das Problemato numero uno ist nämlich, dass die blöde Lani... Moment, was habe ich denn hier gemacht? Gemacht, genau, ganz wichtig, dass die blöde Lani leider Gottes über sehr, sehr viel mächtige Magie verfügt und gleichermaßen immer ordentlich reinbrezelt. Habe ich gerade so viel verloren oder so viel wenig gewonnen? Ist ja auch egal. So, das Problem ist, Lani... Oh Gott, war das zuckersüß, wie wenig Leben, Magiepunkte ich abgesaugt habe. Beziehungsweise weggehammert habe. Ich habe sie ja nicht abgesaugt. Saug. Und das verfehlt jetzt auch noch, natürlich. Dieser Kampf hier ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein einfacher Kampf, dadurch, dass ich eigentlich alle Items von ihr klauen möchte, schwer wird. Das Problem ist nämlich, dass die gute Lilly nicht allzu sehr darauf, ouchen. Nicht... Hast du es jetzt endlich begriffen? Was denn? Dass du mir nicht weh genug tust oder was? So, ich hoffe, das ist jetzt mehr. Na also, es geht doch zumindest ein bisschen. In meinem Probetest kämpfen gegen die Dame hier habe ich es leider nicht hinbekommen, sie ihrer kompletten Magiepunkte zu berauben. Aus diesem Grund hoffe ich, dass der Kampf jetzt hier einigermaßen schon ganz normal vonstatten geht. Wichtig ist gemacht, dass es auch mal appliziert wird. Dafür, dass ich diesen Kampf hier ziemlich in die... oh Gott, Lilly ist jetzt tot, weil das Gemach viel zu langsam appliziert war. Danke, Spiel. Sie ist nicht tot, weil ich ganz, ganz, ganz toll vorbereitet bin. Tralala. Das ist, tut mir leid. Ich habe echt gedacht, sie wäre jetzt hinüber gewesen, weil ihr Aurora-Angriff... der auf eine einzelne Person abgefeuert wird, ist übel stark. Und Lilly wird normalerweise richtig davon gefistet. Allerdings habe ich ihr den Schal, ich weiß es gerade nicht genau, wie das Ding heißt. Nee, das Halstuch heißt es, glaube ich. Habe ich ihr angelegt. Und das, oder deswegen, weil ich das Halstuch angelegt habe, hat sie eine erhöhte Resistenz gegenüber, Luftangriffen und deswegen hat sie es gerade so eben noch geschafft. Wie gesagt, ganz wichtig, Lani ist super schnell. Lani ist wirklich super duper schnell und deswegen ist Gemach so wichtig. Zumal sie im späteren Verlauf des Kampfes meines Erachtens nach auch irgendwelche Konterangriffe durchzuführen weiß. Das ist lächerlich. Mein Glück ist gerade lächerlich. Sie sagt, sie zaubert sehr viel. Wasser geht auf alle. Deswegen habe ich hier einen Kristallarmreif angezogen, damit ich den Wasserschaden, ja, halbiere quasi, und das ist notwendig. Es ist sowas von unbedingt notwendig. Heilung kommt durch, das ist gut. Blaumagie, Totalabwehr habe ich überlegt zu benutzen. Lohnt sich nicht. Was man natürlich machen kann, ist, wenn man auf Nummer sicher gehen will und so eine schwache Lilly hat, wie ich, die jetzt ja nicht großartig aufgelevelt ist, ihr Reflekt geben. Oder ich könnte ja auch Autoreflekt geben können, wäre ich das Problem gewesen. Das Problem wäre gewesen, dass sich Lani darüber dann in der Regel selber tot macht. Selber wegbrennt. Und Zeugs, ihr wisst schon. Weil das Problem ist, dass... Autsch! Das Problem ist, dass die gute Lilly nämlich sich erstmal selber heilen muss. Gemach ist noch drauf, das kann weggehen, da muss ich drauf achten. Und jetzt mal bitte ein ordentlicher... Ach, das ist so... Die Taktik, die ich eigentlich gerne benutzen möchte, ist, ihr die Lebenspunkte wegzuhauen, damit sie noch ihren physischen Angriff durchziehen kann. Aber nein, geht natürlich nicht. Weil ich so viel Glück habe mit dem komischen Hammer. So, ja, sie greift in der Regel Lilly als Einzige an, weil sie, ja, den Befehl hat, Lilly quasi mitzunehmen, auszurauben, zu ermorden, keine Ahnung. Und, aus diesem... Shit. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, dass ich, oder dass Lanis, wie heißt es noch gleich, Gemach ausgelaufen ist. Jetzt könnte ein bisschen schwieriger werden wieder, deswegen werde ich nochmal drauf lassen, bis ich... Wenn ich vielleicht mal zu Ende geklaut habe oder nochmal Gemach appliziert habe. Danke, Spiel. Oh, ich hasse diesen Kampf. Er ist eigentlich, ihr seht, er ist mit den richtigen Maßnahmen eigentlich relativ simpel zu bearbeiten.
würde ich denn es darauf anlegen, sie schnellstmöglich aus dem Leben zu hauen, was ich nicht tun kann, wenn ich ihr den Scheiß klauen will. Deswegen... Oh, danke. Okay, Magie. Schwarze Magie. Gut, schwarze Magie. Schwarze Magie, bitte nochmal... Hab ich wieder gemacht, weiß ich. Verdammt nochmal. Ah, da ist es ja. Okay, super. Und jetzt nicht rufen, sondern Vita hinterher. Plonk und... Es will mich verarschen. Das geht nicht. Das können wir nicht antun. Meine liebe Güte. So, wenn Gemach jetzt drin ist und Lilly sich eventuell hier geheilt hat, dann werde ich gerade richtig kotzig. Ist schon mal, ich würde am liebsten jetzt Fast Forwarding machen. Ich würde jetzt am liebsten Fast Forwarding machen, aber das ist ja quasi hier so ein bisschen, wie soll ich sagen? Nein, nicht Dingsen, sondern Gemachen. Ich habe echt kein Glück. In meinen Proberuns kein Problem gemacht. Zing, druff, zing, druff, zing, 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 druff. Und ich habe zumindest auch mal nach ein paar Minuten mal was geklaut. So, gemacht ist... Nee, gemacht ist jetzt irgendwie nicht drin. Wasser habe ich gezeigt. Es lohnt sich jetzt in dem Sinne auch nicht, irgendwie sich gegen ein ganz besonders bestimmtes Element irgendwie immunisieren oder sowas. Weil da ja eh alles Mögliche reingebrüstelt kommt. Obwohl... Ja, Wasser kann sie auf alle machen. Yay! Und ich meine, yay, das gemacht da ist und nicht, dass sie Wasser auf alle machen kann. Deswegen die Kristallarmreife, um das zu umgehen oder austeilen zu können. Und ja, ich versuche jetzt noch weiter zu klauen und weiter ihre Magiepunkte zu dezimieren. Mal sehen, ob das geht. Und dann sehen wir uns wieder, hoffentlich, wenn ich Zeugs geklaut habe. Hoffentlich überlebe ich das jetzt noch. Boah, ich habe noch nie so ewig lange gebraucht. Taktik ist, ich habe sie wohl anscheinend ihrer ganzen Magiepunkte beraubt. Das ist mir noch nie gelungen. So lange hat der Kampf noch nie funktioniert. Und jetzt gerade bin ich auf, wie schreibe ich es am besten? Ich bin auf oder in der Phase des Verschwindens. Nämlich, ich, lasse Vivi, nicht Vivi, ich lasse Lilly andauernd verschwinden, damit die physischen Attacken häufiger mal ins Leere laufen. Und ihr seht ja, ihre oder Lillys Magiepunkte sind jetzt nicht mehr so stark vorhanden, dass ich jetzt einfach mal Heilung reinblasen könnte. Nein! Boah, ich hatte noch nie so wenig Glück gehabt. Also ich habe noch ein Gladius geklaut und ein Korallschwert. Und eigentlich reichen ein Angriff von Vivi ganz schön hartnäckig. Ja, mit ihren knapp über 5000 Lebenspunkten. Aber das könnte jetzt quasi schon fast ausreichen. Was tust du da? Ich verpasse dir eine zärtliche Massage. Oh, jetzt, ja, es kann sein, wenn man sie angreift, dass sie vielleicht mal den Zorn wechselt auf jemand anderen, quasi. War's das? Nein, noch nicht. Okay, dann hau nochmal drauf. Das sollte es... Komm wieder, wenn du geübter bist! Oh, okay, das ist jetzt, doch wird's nochmal ein bisschen spannend. Das meine ich mit diesen Konterangriffen. Und das sollte ihr jetzt hoffentlich den Todesstoß versetzen. Hoffe ich. Komm schon. Yeah! Okay, ich hätte auf die Nummer sicher gehen sollen. Ihr seid stärker als erwartet. Dieser Kampf hat länger als erwartet gedauert. Natürlich, weil sie abhaut, bekomme ich mal wieder keine AP. Danke, Spiel. Danke, ich könnte sie ja nur wirklich verdammt gut brauchen, mal AP. Wie viele AP? Alleine habe ich mich da wohl etwas übernommen. Na dann erst mal einen strategischen Rückzug. Deck sie! Werf dich auf sie! Schmeiß dich auf sie mit Gebrüll! Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich jetzt überhaupt noch habe und meine Ausrüstung wieder umändern. Okay! Falsche Richtung, falsche Richtung. Ich hoffe, ich kann gleich nochmal zurück. Ich muss gestehen, ich habe gerade dran gedacht, nachdem ich festgestellt habe, dass immer noch 9 Minuten Bosskampf übrig sind. Eine wildlebende Gargantula. Ich denke, die können wir benutzen. Oh ja! Tierausnutzung. Nein. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich hatte zuerst nachgedacht, ich habe gedacht, Bernd, das kannst du nicht machen. Trotz Zusammenschnitt, 9 Minuten lang, Bosskampf, ein und der gleiche Bosskampf, es passiert nicht viel. Aber ich denke mir,
Ihr seht mein Leid. Ihr seht, womit ich zu kämpfen habe, wenn ich mal wieder kein Glück habe bei diesem verdammten Spiel. So, einer der neuen Gegnertypen, der Glubschaugen, Bodenstaubsauger, Fresser, Zahnputzer. Nichts Besonderes. Man kann was klauen und ich kann ihn hauen. Und das war's. Ich kann mich von ihm schlafen legen lassen. Also, sollen das Haare sein? Diese Bodendinger, also diese Füße, genau. Bodendinger, Füße, genau. Yeah, genau, das ist das Wort. Das Wort zum Sonntag. Ach, was soll ich? Ich hau jetzt einfach drauf, weil ich kann. Ja, genau. Pieks. Ah, sehr gut, Quina. Sehr gut. Ausgezeichnet. Und, soll ich gleich mal langsam Level-Up-Ausrüstung anlegen? Glaub ich. Ja, die Feuer machen soll. Okay, da bin ich wieder. Doch bevor wir jetzt den weiteren Weg laufen, wollen wir nochmal zurück. Denn nicht dort, wo die komische Todesgondel rausgekommen ist, könnten wir jetzt eventuell wieder reingehen. Und vielleicht ist da wirklich noch ein Schatz in der Abstellkammer. Ansonsten hatte ich tatsächlich drüber nachgedacht, die Folge nochmal neu aufzunehmen. Einfach weil... es hat nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren hätte sollen, meine lieben Zuschauer. Deswegen... Schelle links, Schelle rechts. So, ich werde einmal umbiologieren, weil es hier zwei Gegner sind. Diese Viecher kann man auch nicht fressen. Also man kann sie schon fressen, aber die sind ungenießbar. Also bringt nichts. Nein, ich habe feststellen müssen, in 9 Minuten, über 9 Minuten, sogar eingedampft über 9 Minuten. Shit. Jedenfalls über 9 Minuten. Super Kampf gegen einen Boss, wo quasi nichts passiert, außer ich klau, gar nichts und noch weniger. Und Jinx, Gadönkska, Badönkska. So, Level-Ups. Und ich sollte nochmal meine Lautmouth, wie heißt es auf Deutsch noch gleich hier? Hier, Quasselstrippe, keine Ahnung. Die Fähigkeit, die verhindert, dass ich gestillt werde. Ich meine, dass ich nicht mehr reden kann und meine Level-Up-Ausrüstung umziehen. Bis gleich. Aber nein, ich werde euch mitleiden lassen, damit ihr mal seht, wie es denn, oder wie viel Zeit ich hier verplemper. Teilweise bei so einem elenden Kampf, wenn ich etwas klauen möchte und es nicht immer direkt funktioniert. Das kriegt ihr ja gar nicht so mit. So, ich wusste ja, upsala, ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass hier irgendwelche random Encounter noch auf mich lauern. Gott sei Dank habe ich natürlich vorausschauend einen neuen Gegner eingefügt, den Leckergreif. Der Leckergreif, der greift sich ein ganz, ganz schnell. Ich werde jetzt hier klauen. Das Schöne ist, was soll's, komm, machen wir ein bisschen Bio, Bio, Bio. Und wenn es nicht reicht, noch einmal eine Gabel hinterher. Das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt den guten, wer heißt der noch gleich, Rahmen freigeschaltet haben, können andere Gegner, unter anderem dieser Greif, auch ui, ja, der hat ganz schön viele Lebenspunkte, der Knabe. Man kann von ihm, glaube ich, auch Himmelswind lernen, wenn man ihn isst. Aber den habe ich ja quasi schon gelernt, von daher brauche ich ihn nicht essen. Jedenfalls, genau, ist freigeschaltet worden, dass Gegner Peridots droppen können. Mal sehen, ob ich gerade einen kriege. Ja, genau. Und dadurch, dass wir einen weiteren Edelstein besitzen, wodurch wir Ramu lernen können, verstärkt sich auch die Kraft von Ramu. Das heißt... Das heißt also... Je mehr wir davon in unserem Inventar haben, umso stärker wird die Beschwörung. Und das zählt im Grunde für alle Beschwörungen. Ich glaube, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also mir fällt jetzt, glaube ich, gerade nur eine ein, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und hier finden wir für unsere Mühen, die wir auf uns genommen haben, ein Elixier. So, ich renne jetzt hier doch mal durch. Wir sehen uns an der anderen Seite am Ende des Ganges wieder. Bis gleich. Jesus Maria, was für ein Spießrutenlauf. Also, eine Folge, die den Weltrekord im viel Schaffen irgendwie bricht, wird das mit Sicherheit nicht mehr. Aber sowas muss es nun... Ach du liebe Güte, Lecco mio, mein Güte. Leider Gottes können wir auf diesen nicht reiten, weil sie keine Gondeln unter sich hertragen. Eine wildlebende Gargantula. Ich denke, die können wir benutzen. Yay, Tierversuche, Tierversuche. Ja, wie wir noch wissen, müssen wir sie füttern. Denn Tierliebe geht durch den Magen. Damit kriegt man sogar den schärfsten Wachhund entschärft. Und ich habe zwar keine Ahnung, wie diese Viecher jemals hier irgendwie ihr Dasein fristen können, wenn sie es offensichtlich nicht schaffen, von oben nach unten heranzureichen, um ein Schnütchen voll von lecker Fleisch. Ich meine, Fruchtfleisch. Vielleicht. Blümchen. Ein lecker Blümchen zu sich zu nehmen. Und hier scheint auch nicht genug davon zu wachsen, damit die alle, oder
wahrscheinlich, wie viele es hier gibt, davon gedeihen und gedeihen können. Aber was soll's. Ja, und damit haben wir schon das wichtigste und lästigste Feature dieses kompletten Dungeons kennengelernt. Ja, noch nicht so ganz hundertprozentig, aber fast hundertprozentig. Reden wir mal mit Kasper. Oder Schwarzschürfer. Habt ihr euch verlaufen? Oder habt ihr es etwa auf die Schätze hier abgesehen? Schätze, Schätze. Oh ja, sieh dann, du bist ein Dieb, also reib dir die Hände. Schätze? Sagtest du gerade, es gibt ja Schätze? Worauf du aber einen lassen kannst, in dieser stillgelegten Mine hier, da sollen massige Edelsteine und Fossilien verborgen liegen. Kein Witz. Jetzt sag mir bloß nicht, das wüsstest du nicht. Was würdet ihr denn sonst hier wollen? Glaub mir, Schätze sind uns im Moment reichlich egal. Nein! Wir haben uns schließlich den Arsch aufgerissen. Ich meine, wir haben aber gehört, man könne von hier aus zum äußeren Kontinent gelangen. Zum äußeren Kontinent? Was wollt ihr denn da? Etwas veräußern? Oh Gott, war der schlecht! So ist es also. Naja, diese Höhlen hier sind dermaßen verzweigt. Wo die letztendlich genau hinführen, weiß wohl keiner so genau. Soweit ich weiß, geht es da drüben tiefer ins Innere. Aber glaubt mir, das wird kein leichtes Unterfangen. Genauso wie ihr hergekommen seid, so müsst ihr euch mit der Hilfe der Gargantula durch die ganze Höhle schlagen. Aber das Viech hat leider seinen eigenen Willen. Wenn ihr euch einfach nur an der Gargantula festklammert und euch vorher transportieren lasst, dann landet ihr garantiert in irgendeiner Sackgasse. Wollt ihr, dass dahin läuft, wo ihr auch wirklich hin wollt, müsst ihr also den Schalter benutzen, so wie den da drüben. Was haben wir denn da für einen Schalter da mit der Gargantula? Was hat denn der damit zu tun? Das sieht aus wie Sprengstoff! Diese Schalter bedienen die einzelnen Fontänenlöcher an den Wurzelgabeln. Die Gargantula ist nämlich etwas empfindlich gegenüber Wasser. Wenn ihr also mit dem Schalter die Fontäne öffnet auf der Route, die ihr nicht nehmen möchtet, beeinflusst ihr so die Gargantula. Übrigens ist das dort der Schalter Nummer 2. Möchtet ihr tief ins Innere der Mine? Dann müsst ihr den umlegen. Aha, und wie kommen wir zu dem Schalter? Ah, jetzt aber ein bisschen mehr Eigeninitiative müsst ihr schon zeigen. Schließlich bin ich Schürfer und kein Touristenführer. Ihr müsst von dort drüben die Gargantula nehmen. Dort drüben ist Schalter Nummer 1. Den müsst ihr umlegen. Ach so, alles klar. Danke für die Auskunft. Und damit haben wir ein lästiges Feature Nummer 2 kennengelernt. Puh, Clara, wäre ich beinahe abgenibbelt. Da war erstmal eine Woche Mullbilden und Bettruhe angesagt. Aber sobald ich wieder fit war, hatte ich schon wieder meinen Reiserucksack gepackt. Das war und dann ist das Morgen los. Das war und dann ist das Morgen los! Wir kaufen trotz dieser Beigabe Allheilmittel, Phönixfeder und Zeugs halt. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Yay! Hier gibt es einen Mock-Shop von Mock. Mr. Mock, kaufen wir was? Nichts. Ich wollte nur zeigen, was drin ist. Und haben wir was fürs Mocknet? Bisher empfangene Briefe, keine Briefe in Verwahrung. Ein Brief ist von Kupo ist angekommen. Aber wer ist Kupo eigentlich, Kupo? Lasst uns den Brief erstmal lesen, Kupo. Vielleicht schreibt er ja was, was er ist. Von Kupo an Mock. Ich langweile mich so, Kupo. Deswegen habe ich mich jetzt irgendwo versteckt, Kupo. Glaubst du, du findest mich in dieser Höhle, Kupo? Kleiner Tipp, such mich in der Wand. Was für ein sorgloser Mugel, Kupo. Wo ich mich doch gerade noch mal so aus Lindblumen retten konnte, Kupo. Sonst noch was fürs Mocknet? Ihr hättet so gern einen Brief. Sonst auch was für Mocknet? Nein, natürlich nicht. Wir speichern es was für Krüppel und Idioten. Ich werde erstmal kurz ein bisschen weiterlaufen. Nämlich, hier haben wir noch ein lecker Pflänzchen. Noch ein lecker Weg. Es ist ja schön. Es ist wirklich schön. Das sieht das mal zufällig dann, wenn ich so ein Bündel Blumenstrauß. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Sie sehen jetzt nach rechts die andere Route, die wir nicht genommen. Jetzt gehen wir in die eine Richtung und da wird etwas beklommen. Das war der Gargantula Reiseexpress. Vielen Dank, vielen Dank. Und was wir heute als letztes machen ist, diese geheime Schatztruhe aufnehmen mit einem Elfenohrring. Yay! Ich werde mich jetzt offscreen zum Muggelcamp zurückbegeben und von dort aus werden wir unsere Reise beim nächsten Mal weitersetzen, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 9 auf der Suche nach dem richtigen Punkt, um Blumensträuße in die Luft zu halten, wenn wir weitere lästige Reiserouten nehmen müssen. Wenn wir den Ausgang finden, wer weiß das schon? Bis zum nächsten Mal. Ciao!